Moin, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu OMSI 2, den Omnibus-Simulator. Auf Liestal V2, auf der Englinie 10 mit einem etwas längeren Bus. Ja, ist realistisch, ne? Ich muss gleich etwas dazu sagen. Oh, ich habe die Partikel noch an. Sekunde mal, die mache ich mal eben aus, sonst sieht das blöd aus. Wie soll ich sagen? Ja, der Bus ist nicht realistisch. Da sind einfach nur Gelenke aneinander gepackt. Der war von Yuval Peace damals, also Felix Spielt. Der hat diesen Bus damals mal gemacht. Ja, und den ist lange keiner mehr gefahren. Und ich dachte mir, komm, wenn wir schon diese enge Linie haben, dann fahren wir mal den Bus. Ich werde kläglich scheitern, aber wir werden es probieren. Genau, das ist der Bus. Ich habe direkt noch einen Userwunsch mehr oder weniger mit integriert hier. Den Heilbronner Citaro. Ja, leider hat er die Standard-Sounds und... Ja, ne? Hat halt die Standard-Sounds. Ne? Aber manche Sounds, also es sind nicht alle Standard. Ich habe die von Morphe reingepackt und es haben sich halt die überschreiben lassen, die sich überschreiben lassen haben. Und der Rest ist halt Standard. Fertig. Ganz einfach. Aber damit kann man leben. Leider muss ich vorweg sagen, der Bus zittert ein bisschen beim Fahren. Aber ich denke, das stört uns nicht. Das meine ich. Ach du Scheiße. Und die meckern schon. Jawoll. Naja. Die beste Physik ist heute am Start. Aber man kommt um Kurven, wenn man muss. Lol, die Elektrik ist direkt am Arsch. Zum Glück müssen wir nicht warten bei dem Bus. Das ist doch ganz gut im Gegensatz zu dem zum Morphe. Leider geht der Bus nicht mit dem Morphe-Mod direkt. Ich kann den nämlich nur über Altairs Wagen fahren. Ja, so viel zum Thema realistisches Gelenk. Ich glaube, die Kurve ist einfach zu eng für den Bus. Weil generell das Gelenk macht, was es will. Hinten. Aber das stört uns natürlich nicht. Und ich denke, also ich glaube, ich habe die Kollision an. Ich hoffe, ich habe sie. Ja, habe ich. Sonst wäre die Elektriker nicht kaputt. Weil wir fahren heute ganz realistisch mit Kollision. Ich glaube, der lenkt hinten mit, genau wie vorne. Realistisch, ne? Mehr oder weniger kann man sagen. Okay, er hat tatsächlich gewartet. Das ist sonst auf der Map eher unüblich, muss man sagen. Boah, ist das unangenehm mit diesen Ruckeln. Aber was soll man machen, ne? Pflicht ist Pflicht. Also ich glaube, wenn dieser Bus in echt hier langfahren würde, auf dieser engen Linie, würde ich definitiv nicht einsteigen. Oh, ich hätte nicht so nah ranfahren sollen, sonst schlackert das Gelenk gleich die Bank. Alter, ich blockiere die ganze Straße. 18 Meter, 25 Meter und nochmal 7 Meter drauf, 32 Meter Bus. Oh, ich ramme den auch so schon, auch nicht schlecht. Na, der wäre sowieso jetzt weg gewesen. Wobei, vielleicht auch nicht. Okay, nicht unbedingt. Aber der. Nein, auch nicht. Lol. Man kann damit fahren, aber der schwenkt halt extrem aus hinten. Aber es geht. Er lässt sich fahren. Bin mal gespannt, wie das gleich bei den richtigen Kurven noch wird. Das ist ja Pillepalle dagegen. Ah, die dritte Tür und vierte muss ich jetzt auch per Türfreigabe aufmachen lassen. Können wir die anlassen, die Türfreigabe? Ich weiß nicht, wie das hier ist. Normal. 2 Euro. Dankeschön, Mama. Bitteschön, junge Dame. Ja, ich kann mit Türfreigabe fahren. Ruckelt das dadurch noch mehr? Ruckelt das nur in der F1er Sicht so? Nein.
Und außen ruckelt er gar nicht so. Das kann ich euch nicht sagen. Der Doppelgelenkbus davon ruckelt nicht so. Aber den braucht man ja auch nicht mehr fahren. Es gibt ja auch schon einen richtigen Doppelgelenkbus von Van Hool. Van Hool. Hallo. 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 Ah, das hätte ich nicht machen können. Er schwenkt ja auch noch aus, ne? Und nein, es liegt nicht an der FPS, dass er so ruckelt. Es liegt an dem Bus. Kann ich euch zeigen. 30 FPS. Und hier drinnen sind auch noch 20 bis 30. Also das ist definitiv nicht von dem Bus das Geruckel. Bei 20 FPS fängt es nicht an, dass der Bus so ruckelt. Und beim Stehen ruckelt er ja auch nicht. Also das ist Bullshit, wenn jemand mit der Theorie ankommen will. Oh. Ich habe das Gefühl, der lässt sich ein bisschen anders lenken als der von Morphe. Ich komme hier überhaupt nicht rum. Ja lol, rückwärts fahren mit dem Bus, das kann ja jetzt was werden. Ich schieb mich eher weg, als dass ich rückwärts fahre. Inwiefern ist er unsichtbar? 0%. Okay, dann muss ich jetzt alles oder nichts machen. Okay, hat gepasst. Alles gut. Alles gut. Nichts passiert. Ja, perfekt. Wir warten. Vielleicht fängt er sich. Ja? Ja, das hat er geschafft. Glückwunsch. Mach mal ganz kurz die Kollision aus. Also was hier abgeht, das ist ja unfassbar. Diese Physik ist ja genital von dem Bus. Aber der Motor ist mir ausgegangen. Ich weiß gar nicht warum. Meine Güte, ist das geil. Hab wieder ein bisschen Best-of-Material kreiert. Eigentlich eher ungewollt, aber eigentlich war es klar, dass irgendwas Dummes passiert mit dem Bus. Ich meinte, er ist ja minimal kurz. So, kurzes Thumbnail. Alle? Oh fuck, jetzt habe ich die rote Leiste drin, aber ich glaube bei den ersten oder zweiten hatte ich es nicht. Darum habe ich gleich mehrere Rare gemacht. Alter! Jetzt backt er sich aber gerade irgendwie fest, ne? Moin, kommen Sie doch rein. Alles gut. Hallo. Hallo. Tag. Eine Danke. Bitteschön. Gute Fahrt und viel Glück beim Überleben. Machen wir ein bisschen das Fenster auf da hinten. Ja, jetzt ist aber die Ampel weg, wa? Oder das Auto, eins von beiden. Ja, wahrscheinlich war es die Ampel. Nächste Haltestelle, Rosenheim. Da war Krankenhaus-Car. Nächste Haltestelle. Und mal sehen, ob wir in die Bucht passen. Passen wir in die Bucht? Ja, passen wir.
Fuck, ey. Scheiße. Oh, das war die dümmste Idee, die ich jemals hatte. Und nein, ich werde nicht mit diesem Bus auf Innsbruck fahren. Weil es zu 10.000 Millionen Prozent komplett unmöglich ist. Ja. Damit werde ich ja nicht mal den Berg hochkommen. Darum ist das schon Schwachsinn. Solange es zumindest funktioniert. Auf der Map ist es zwar unrealistisch, aber man kommt irgendwie durch. Auf Innsbruck würde man nicht mal durchkommen. Ja, danke. Merken Sie auch erst jetzt, oder? Ui, ui, sagen Sie, können Sie mich mal anständig fahren? Heute nicht. Hinten sitzen auch gar keine Leute, ne? Ich glaube nicht, nee. Einfach nur zur Deko. Ist ja auch noch rangehängt, aber ist auch wurscht. Ist ja witzig, das Bus, ne? Das Bus. Aber ich muss sagen, das Heilbronner Repaint passt eigentlich ganz gut auf die Map. Danke. Achso, das wollte ich auch mal anmachen. Oh, ich habe 1,5 Minuten Verspätung. Das heißt, wir müssen gleich mal etwas schneller fahren. Hallo. Kommen Sie rein und kaufen Sie möglichst keine Fahrkarte, damit der Bus direkt wieder weiterfahren kann. Vielen Dank. Es benutze ich die Deutsche Bahn. Der passt echt ganz gut von der Farbe. Farbe. Mal gucken, ob das Auto heil bleibt. Tatsächlich ja. Ja. Ja, das ein bisschen. Das leichte Ruckeln im Bus ist natürlich etwas unangenehm, aber das liegt halt an dem Bus. Da können wir nichts führen, ne? So, die Scheibe ist dann auch mal selber. Und mal das Spülwasser, das Spritzwasser leer machen, ne? Oh, doch. Mit Esel, du. Ich glaube, der lenkt sich so ein bisschen wie so ein 15-Meter-Wagen, habe ich das Gefühl. Aber ich muss sagen, mittlerweile kann ich ihn sogar so halb einschätzen. So krank es sich auch anhört. Ich glaube, die Kollision haben wir angemacht wieder, oder? Na, keine Ahnung. Ist aber auch letzten Endes scheißegal. Wir werden sowieso... Ja... Unfälle bauen. Ob wir die jetzt anhaben oder aus, macht letztendlich auch keinen Unterschied. Die Fahrt bleibt die gleiche. Danke. Gib Gas. Doch, so ein bisschen fährt er sich für einen 15 Meter Wagen. Tatsächlich ja. Danke. So, du hast mich gefragt, warum, ne? Mach ich immer so. Die Haltestelle ist sogar lang genug, das finde ich gut. Warte mal, bei Morphy gibt das gar nicht, die Türfreigabe, dass alle Türen aufgehen, ne? Oh, die gehen ja auch auf hier hinten. Ach so, die sind, glaube ich, gleichgeschalten wie die vorne, ne? Also, wenn ich die aufmache, ist kein Drücker, geil. Aber die Haltestelle ist die einzige, die lang genug ist, sehr cool. Ah, ich glaube, ich weiß, warum der Bus so zittert. Guck mal, das hintere... Der sitzt ein bisschen tiefer. Das hintere Gelenk. Weil die hinteren Gelenke fahren generell nicht mit. Die werden einfach nur gezogen. Ah, cooler Bus eigentlich. Hier geht's. Oh, ich fahre, glaube ich, gerade rechts ein bisschen. Also ich glaube, ich habe sie kaputt gefahren, die Poller. Fahr! Ich habe ja nicht mal was dagegen, dass du vorgefahren bist, aber fahr! Hey, Mikro, hör auf zu rauschen oder zu irgendwas. Hey, ich sehe das. Okay, jetzt geht's. Boah, damit ihr eure sanften Knochen nicht so weit wegbewegen müsst. Steigen die auch hinten ein? Ich glaube nicht. Ist voll entspannt mit der Türfreigabe. Kann ich reinmachen und alles geht auf und zu. Hallo. Hallo. Ich hätte gerne eine normale Fahrkarte.
Ich habe neulich den ersten und einzigen VHH-Busfahrer gesehen, der tatsächlich mal die Türfreigabe benutzt hat. Der hat nur die Türfreigabe reingemacht, sodass sich die Leute selber die zweite, dritte und... Ja, der hatte nur drei Türen der Bus. Das heißt, die konnten sich selber die zweite und dritte Tür aufmachen. Und... Ach so. Dadurch ging die natürlich auch wieder alleine zu. Und der hat wirklich nur die Türfreigabe benutzt. Ich meine, ist eigentlich auch entspannter und morgens, wenn der Bus voll ist, ist das dann ganz nett, weil man muss da nicht immer gucken, ah, ist da noch einer, der aussteigen wollte, so. Wisst ihr, was ich meine? So im Türenbereich, da sieht man das ja nicht immer so gut ein, wenn der ganze Bus voll ist. Dann kann das ja die Türfreigabe übernehmen. Finde ich eine feine Sache. So, ich wette, jetzt kommt einer von rechts und schießt mir voll in die Seite. Tatsächlich nicht. Meine Güte, was ist hier los? Der Bus ist tatsächlich ziemlich voll. Das Citaro K wäre jetzt aber auch schon gut gefüllt. Überleg mal, wir hätten keine Unfälle gebaut, dann wäre der Citaro K richtig gut gefüllt. Also mein Fazit unterm Strich bis jetzt ist unmöglich mit diesem Bus. Ja, man kommt durch, ne? Wie ist jetzt nicht die Frage, aber man kommt durch. Aber möglich ist es nicht, ne? Wir haben noch gar keine Haltestellenbäume, doch die. Oh, der Ton ist ein bisschen falsch. Na egal. Nächste Haltestelle, Willy Brandt Platz. Hallo. Ich denke tatsächlich, mit einem Gelenkbus hätten wir es schaffen können. Wäre an der einen oder anderen Stelle etwas eng geworden, aber es wäre, glaube ich, tatsächlich möglich. Mit einem Solobus sollte es auch gehen. Wobei ich mir das tatsächlich mit einem Gelenkbus noch etwas leichter vorstelle als mit einem Solobus. Weil der Solobus in den Kurven ja wirklich wie ein Brett ist. Also der schwenkt auch gut aus. Und ein Gelenkbus schwenkt da jetzt eher nicht so krass aus, wenn ihr wisst, was ich meine. Das Gelenk zieht sich ja meistens gut hinterher. Es gibt tatsächlich Situationen, wo ein Gelenkbusfahren im Prinzip einfacher ist als ein Solobus. Entschuldigung, dass ich mir die Vorfahrt erschnauen habe. Ich weiß, dass du mir eh gleich in die Seite fährst. Macht er nicht? Was ist da los? Das muss ich aber ganz weit vorfahren, aber nur so weit, dass ich auch noch links halten kann. Dann wollen wir mal gucken. Wann ist das Gelenk hier dran? Jetzt könnt ihr das fahren. Der hat auch leicht viele Türen, der Bus. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7 und 8. Oh. Aber ich habe gut gehalten. Also Bus kann ich tatsächlich schon einschätzen. Wird aber, naja, nicht, vielleicht nicht das letzte Mal, aber eines der letzten Male sein, dass ich diesen Bus überhaupt gefahren bin. Weil der Bus jetzt scheiße ist. Aber er ist mal ganz witzig. So. Uiuiui, nicht so weit. Ich hoffe, die Bahn ist lang genug für mich. Ja, passt, ne? Meine Güte, jetzt zittert hier aber auch rum. Oh, entspannt. So. Aber die Parkbremse? Ja, ne? Ja. Das sollte eigentlich das erste sein, was man macht. Ich mach's tatsächlich nicht immer als erstes. Warum auch immer? In echt würde man das wahrscheinlich sofort machen, weil Sicherheit und so. Ja, meine Damen und Herren, wir haben es heute geschafft. Ich bin ganz froh, dass wir es jetzt hinter uns haben. War jetzt nicht so schwierig, aber dadurch, dass es unmöglich war, naja, ja, man konnte den Bus. Ey, hör auf zu rauschen, Mikrofon, ich sehe das genau. Ich hasse dieses Mikrofon. Hey, schon wieder, sag mal, fick dich, Mikro. Schon wieder. Hey, ich scheiß dir gleich zusammen. Entschuldigung, liebe Leute, es wird ganz kurz laut. Ich verstehe es nicht, woran das liegen kann. Das Audiokabel ist super. Aber immer... Nee, also... Warum? Bitte?
Ein Sticker wurde eingesteckt. Ja, 30 Euro. Gerade reingesteckt, ne? Ein Stecker ist, ne? Also. Tschüss und bis zum nächsten Mal, meine Damen und Herren. Oh, schöne Sitzpolster hast du. Tschüss. Und haut rein. Ich hoffe, die Folge hat euch irgendwie belustigen können. Wenn ja, würde ich mich freuen, wenn ihr da ein Like da lasst und vielleicht das Video auch mal teilt. Eure Freunde mal schickt. Oder so. Vielleicht freuen die sich ja auch über das Video. Ja, dann würde ich sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal. Und den Heilbronner Zitaro werden wir auch noch fahren, an der das geschrieben hat, den richtigen. Nicht diese Piss-Version hier, so mit alles drum und dran. Ist ja überhaupt nicht original hier. Kann ich den Stern wegnehmen, sieht scheiße aus. Also lassen wir ihn. Also tschüss und bis zum nächsten Mal. Adieu.